Vielleicht noch ein Wort zu Android oder anderen Apps. Das ist letztlich so, dass wir es momentan nicht sehen können, aber es wird letztlich so sein, dass hier das alles machbar ist. Genau, also ihr habt es gesehen. Ja. Konkret zum Beispiel das Stern-E-Magazin, das ist mit Adobe Air implementiert worden. Wir dürfen das jetzt gerade noch nicht filmen, weil die Markteinführung von dem Stern-E-Magazin später passiert und von Bruno und Jahr letztendlich da die Kommunikation gemacht wird. Also Adobe Air läuft reibungslos. Es läuft auch Flash im Browser, das zeige ich gleich mal. Und es laufen auch Android-Applikationen, da gefällt uns aber die Art und Weise, wie wir die Oberfläche noch nicht gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, noch nicht optimal. Da tun wir noch ein bisschen dran. Der Nutzer wird keinen Unterschied erkennen. Also der sieht auch hier an dem Button nicht, dass das Adobe Air ist. Welche Technologien unten drunter sind, der normale Nutzer ist daran nicht interessiert. Der Power-User kann das Gerät in den Expertenmodus schalten und vorbei am Store Applikationen direkt vom USB-Stick beispielsweise drauf installieren, verliert dann aber den Support für die Software. Also das ist quasi ein zugelassener Jailbreak, wenn man so will. Die Garantie für die Hardware besteht natürlich weiterhin. Ich zeige mal kurz Flash, dass man das auch mal erkennen kann. Ich mache jetzt was ganz Einfaches. Ich gehe mal hier einfach zu YouTube. Na, da gibt es irgendwie ein kleines Touch-Problemchen noch. So, ich gehe mal hier zu YouTube. Was haben wir hier? Genau, bin ich wahrscheinlich gerade zu doof. Ich habe hier eine graue Haut am Finger. Wahrscheinlich habe ich nicht genug geleitet. Und nehme mir jetzt irgendein Video. Was weiß ich, was gefällt mir denn hier? Ach, keine Ahnung, Let's Dance klingt gut. So, man sieht hier schon auf den ersten Blick, da lädt Flash. Der Film spielt sofort ab, ganz normal. Das Ganze natürlich nicht nur mit Film, sondern genauso gut auch mit Flash, wenn es für die Navigation, gerade in Shops, sehr viele Shops setzen Flash für die Navigation ein oder auch für die Präsentation von Produkten, läuft reibungslos. Natürlich kann ich das Ganze jetzt auch mal in Fullscreen-Modus starten. Momentan ruckelt es noch ein bisschen, wir arbeiten mit Adobe zusammen an einer optimierten Version von dem Flash-Player, konkret für dieses System. Das heißt, zum Marktstart im Juli, wenn die ersten Geräte rausgehen, ruckelt hier überhaupt nichts mehr. Wir haben eine HDMI-Schnittstelle drin und in der großen Version auch einen Full-HD-Chip, sodass man auch Full-HD-Videos völlig problemlos sehen kann. Super. So, was wollte er noch sehen? Was habe ich noch vergessen? Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles gesehen, was wichtig war. Den Desktop kann man doch auch bewegen, indem man direkt drauf kann. Ja, klar. Ne? Genau. Ja, also ich kann hier. Ja, das war schon mal. Vielleicht, also ich meine, was man vielleicht höchstens mal ganz kurz noch zeigen könnte, wenn die Schnittstellen, die vielleicht ganz spannend sind, auch das erwähnen, dass hier letztlich ein Mikrofon mit drin ist und eine kleine Cam. Genau. Das ist vielleicht, glaube ich, nur ganz spannend und die Schnittstellen, die wären natürlich auch nochmal ganz, ganz toll. Ja, da haben wir das andere Gerät. Das ist ja noch besser. Ja, also zu den Schnittstellen, also einerseits ist natürlich ein Lautsprecher drin. Wo ist er hier? Es ist ein Mikrofon selbstverständlich drin. Es ist hier oben eine Kamera drin für Skype Video Chat beispielsweise oder andere Applikationen. Wir haben hier zwei USB-Slots, wo man Standardzubehör anschließen kann. Wir schalten nach und nach Treiber frei, sodass man zu irgendeinem Zeitpunkt wird man auch DVB-T-Sticks anschließen können. Wir wollen aber, dass die Installation für die Nutzer absolut seamless ist. Deswegen müssen wir da für die unterschiedlichen Gerätekategorien aber noch mal ein bisschen ran. Wir haben einen HDMI-Anschluss, das ist super gut, um das Gerät nicht nur an den Fernseher, sondern übrigens auch an den Beamer anzuschließen. In vielen Situationen hätte man das ja auch gerne, da gibt es entsprechende kleine Kabel, die das konvertieren. Wir haben einen SD-Karten-Slot, hier ist der Kopfhöreranschluss, Standardklinke, also auch kein Problem. SD-Karten-Slot ist ein Standard-SIM, nicht SIM-Locked, sodass man jeden beliebigen Mobilvertrag damit kombinieren kann. Entschuldigung, das hier ist der SIM-Karten-Slot, das ist der SDHC-Slot für Karten, die man typischerweise in MP3-Playern oder in Kameras verwendet. Das hier ist der Stromanschluss, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts mehr. Was das da ist, verraten wir noch nicht. Und Kamera habe ich gesagt, Beleuchtungssensor, Bewegungssensor, damit haben wir eigentlich alles abgedeckt, was wir brauchen und viel, viel mehr Flexibilität natürlich als das iPad. Vielen Dank. Wollen Sie es jetzt einfach mal in die Hand nehmen? Okay.